Schwibber, double, 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 schwibber, schwab, schwab. Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wenn ihr noch dabei seid, lasst ein Like da, kauft mein Merch, alles am Anfang des Videos. Obwohl ihr noch gar nicht wisst, wie das Video wird, aber ist eigentlich immer gut hier. Ist eigentlich immer sehr gut. Ist ja auch der beste Kanal auf YouTube. Nach Ape Crime, Crispy Rob, Max, Sally's Welt. Ne, und dann kommen schon wir. Fünf. Nummer fünf sind wir. Falls ihr neu dabei seid, lasst gerne wirklich ein Abo da. Wir bestellen heute ein paar Bubble Teas, denn ich habe so einen crazy Bubble Tea Laden gefunden. Und ich habe hier seit Ewigkeiten was rumliegen, was ich eigentlich mal dringend benutzen wollte. Ich habe nämlich mir mal ein Shirt bestellt, damit ich dir auch zeigen kann, wie viel ich Bubble Tea liebe, Miguel. Ach echt? Willst du sehen? Willst du dich drehen und dann machst du es an? Ja, kann ich machen. Okay, let's go. Okay. Miguel. You had me at Bova. Das ist schon echt sehr, sehr sexy. Danke. Fühlt sich auch an wie so ein Kleid. Schwibble, double, dibble, schwabble, schwibble, schwab, schwab. Okay, magst du Bubble Tea? Ja. Ich find's auch okay inzwischen. Aber es war ja irgendwie, war das mal früher illegal oder sowas? Ja, weil die Perlen Krebs gemacht haben. Aber jetzt haben es wieder Leute vergessen, dann kann man wieder reinschallern. Ich dachte, wir bestellen einfach mal ein paar aus ein paar Kategorien, damit wir uns mal durchprobieren können, weil die haben echt vieles. Ich zeige euch erstmal, was ich meine. Wir haben klassische Milchtees, schaumige Latte, klassisches Weekend, Sea Salt Milk Float, keine Ahnung, das ist grüner Tee Milk Float. Und dann sind da so Perlen auf so dieser Milch, die floatet auf dem Tee. Sieht übel crazy aus, sieht aus wie ein Bier. Okay. Wie so Schaum obendrauf, komplett crazy. Aromatisierte Tees, dann kommt noch Milchgetränke. Taro-Milch, Kokosmilch, Mango-Kokosmilch, übel crazy shit. Dann Joghurtgetränke. Und jetzt geht's los. Spezielle Getränke. Summer Lemonade, Peachy Ice, Cookie Milkshake. Als Bubble Tea. Voll crazy, das oder? Und dann Tropics Tea oder Honey Melon Slush. Das ist ein Slushy. Oh, das ist auch interessant. Das dachte ich mir, das könnte das geil. Richtig geil sein. Ich fange mal von unten nach oben an. Ich will auf jeden Fall diesen Honey Melon Slush, 500 Milliliter Größe. Okay, ist das Kleinste, was man nehmen kann. Eismenge, normal. Dein Süßegrad, 30%, 50%, 70%. Deine Toppings, oh, ich will gar nicht mehr. Als das, was sowieso schon dabei waren. Dabei waren weiße Tapioca-Perlen gerade, okay. Dann habe ich das schon drin. Tropics-Tee ist einfach nur Passionsfrucht. Ich möchte den Cookie-Milchshake noch, ne? Ganz klares Ding. Den müssen wir ausprobieren. Hier sind schon wieder diese weißen Perlen drin. Nee, welche Perlen nehmen wir zu dem Cookie-Ding? Weiße Tapioca-Perlen, Tapioca-Perlen, Litchi-Jelly-Perlen, Aloe Vera, Pfirsich, Joghurt, Kirsche, Erdbeer, Kiwi, Mango, Trauben, Maracuja, Blaubeer. Erdbeer. Erdbeerperlen. Ist hier sonst noch so crazy dran? Summer Lemonade? Nee, komm, wir gehen mal in die anderen. Ein Joghurtdrink würde ich auch mal zum Probieren, oder? Was machen wir? Mango, Maracuja, Erdbeer, weißer Pfirsich oder Blaubeere? Ja, schwierig. Ich glaube, Blaubeere, oder? Ja, nehmen Blaubeere. Wir sind noch ein paar Leute hier, also keine Sorge. Machen wir Toppings, nehmen wir hier mal Aloe Vera. Ja, Aloe Vera ist gesund. Guck mal, Milchgetränke, ich denke, das wird ja fast wie bei Joghurt sein, ne? Ich guck mal hier dann aromatisierte Tees. Was sieht denn krank geil aus? Kiwi-Grüntee. Ja, das ist doch heftig geil an. Ja. Kiwi, das habe ich noch gar nicht gehört. Mach mal mein Süßegrad 70%. Ist das Maximum? Nein, ne? Maximum ist 100 wahrscheinlich dann, ne? Also es gibt 30, 50, 70 und normal. Normal ist dann 100 oder was? Weiß ich nicht, was normal ist. Du weißt ja, 30, 70, normal. Was machen wir beim Kiwi-Ding mit rein? Da muss was Fruchtiges rein. Mango. Mango-Kiwi hört sich geil an. Irgendwie ein bisschen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Grüner Tee, Milk Float, das will ich sehen. Machen wir gerösteten Oolong Milk Float, schwarzer Tee oder grüner Tee? Oolong, ne? Hört sich crazy an. Was ist ein Oolong? Weiß ich nicht. Oolong. Oolong. Oolong ist das, was Frauen zu dir sagen, wenn sie sich das erste Mal nackt sehen, Miguel. Oolong. Gerösteter Oolong. Holen wir uns jetzt mit, was gibt's denn für Sonderwünsche? Heiß oder kalt? Kalt. Kalt. Nein, niemand will. Heißen Bubble Tea. Heißen Oolong will niemand. Guck mal, Eismenge. Wenig, normal, viel. Eismenge? Ah, ich mach mal normal. Süße, wenig. Wir nehmen mal hierzu Kirschperlen. Einfach mal was anderes ausprobieren, ne? Das waren jetzt diese Milk Floats. Das ist noch schaumiger Latte. Und hier sind jetzt noch welche Milchtees. Möchtest du noch einen Milchtee dazu? Karamell-Milchtee vielleicht? Ist das ganz normale Milch oder ist das auch Hafermilch? Kann man nee, da aussuchen? Ich guck mal, ob man es aussuchen kann. Nee, kann man nicht aussuchen, leider. Aber wird normale Milch dann sein. Okay. Würdest du nehmen? Let's mit go. Karamell? Ja. Ich guck mal kurz. Deine Größe haben wir. Sonderwunsch. Heiß oder kalt? Kalt. Kalt. Dann viel Eis? Medium, also normal. Normal Eis, okay. Normal, genau. Süße Grad, 30, 50, 70 normal. Auch normal. Normal, okay. Deine Perlchen in den Karamelltee. Maracuja. Maracuja. In Karamell, mutig. Ja, klar. Noch extra Perlen dazu? Eine Erdbeere. Eine Erdbeere noch, okay, dann machen wir das doch. Gut, und dann haben wir jetzt 6 Stück aus ein paar Kategorien. Ich glaube, das ist ganz gut zum Vergleichen, oder? Und wir haben diese Crazy-Dinger dabei. Das heißt, wir haben Slushy, Milchshake, das Floaty-Ding und, und. Lass mal durchprobieren, ich bin gespannt. Und dann ballern wir uns jetzt schön Bubble Teas rein. Wir sehen uns gleich. You had me at Boba.
Ja, so ein Bubble Tea Fan. Ja, ich habe das T-Shirt legit seit einem Jahr hier liegen wegen einem anderen Video. Wegen dem Anni-Video. Wegen dem Anni-Video, genau. Ja, war schon übel lange, ja. Grüße gehen raus, Anni. Nicht. Psych. Hab ich mal wieder richtig gegeben, Bro. Ich muss aufs Klo. Tschüss. Tschüss. Mach Mikrofon aus. Was? Mikrofon ausmachen. Muss kacki. Okay. Tschüss. Tschüss. Singing Boba. Boba. Ich schwöre ich. Hallo, ich bin wieder da. Da sieht man in dem Video, dass er vom Teufel besessen ist. Ich mach jetzt mal hier raus. Ihr seht schon, wo wir bestellt haben oder mit welcher App wir bestellt haben. Und zwar mit unserer Lieblingsliefer-App. Gib mir endlich Geld, verdammt nochmal, dass ich das so oft sage. Ich krieg kein Geld dafür, dass ich Volt so bewerbe, ne? Fuck mich ab. Aber du magst ihn. Fuck mich ab. Liebe. Ich lieb wirklich Volt, bin ich auch ehrlich, ja. Oh, guck mal. Plastik. Gib Geld! Jetzt wird es wild, Miguel. Denn spannend. Packen jetzt erstmal aus. Ich glaube, ich sehe dein Kiwi-Shake. Weißt du was? Ich muss das doch den Leuten nicht zeigen. Packen jetzt mal so aus. Es ist gepackt aus. Bereit für große Strohhelme, die auf das Ding klatschen. Als ich in den Club ging, da ging es mir richtig gut. Als ich wieder rausging, da ging es mir richtig schlecht. Wegen Kokain. Ah, 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 Kokain. Never do Kokain. It's really bad for your system. Ah, 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 ah. Als ich in den Club ging, da ging es mir... Du bist jetzt... Deinen probiere ich gar nicht, Miguel. Den kannst du gleich selber probieren. Das okay, ist ein Caramel mit MT. Ja, muss auch mal deine Meinung angeben. So, ich fange mal easy an. Hier, Mango, 0% Eis, 70% Zucker. Ah, 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 Kokain. Obermango ist auch noch mit drin. Let's try it easy. Schleck, geil, ja. Oh, wow, 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 wow. Wegen Kokain. Was geht jetzt ab? Das Parfüm, Alter. Habe ich schon mal Parfüm getrunken? Ich wollte eigentlich nur fragen, hast du was, was wach macht? Weil ich bin so übel. Wir haben ein paar Sachen, ja. Ah, 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 Kokain. Es hat so einen Parfüm-Nachgeschmack. You know? Es brennt auch inzwischen im Mund. Ich glaub, im Hals gut. Auch oder nur? Nee. Boah, okay. Das ist ja, als hätte man Seife getrunken. Seife ist es, nicht Parfüm. Was ja. Ist das denn? Mach mal Kamera, guck in die Kamera ist dabei. Schrecklich. Boah, das brennt richtig im Mund, ne? Das kann nicht gesund sein, was ist das? Ist sehr das viel Seife. Ist sehr viel Seife. Was? Ja, schmeckt wie Bubble Tea aber. Los. Kennst du Bubble Tea? Magst du Bubble Tea? Es schmeckt nach Seife. Ich finde, das schmeckt wie Bubble Tea. Es schmeckt nach Seife. Sind da Nüsse drin? Nein. Nee, glaub nicht. Ist Bubble Tea halt. Ja. Hä, wie kann das nach Mango schmecken? Das schmeckt nach. Haben wir Corona? Ja. Naja, ist bei mir eine 0. Was sagt ihr von 5? Von 5? Ja, ihr beide. Ja, 4. Ja, beste. Es gibt bessere, es gibt schlechtere. Boah, okay, crazy. Minus 2 bei mir, Alter. So, ich mach mal, Miguel, den Gag, den wir beide noch mal hatten. Wir haben jetzt gerösteter Oolong. 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 So, wir haben da drin Boba-Kirsche. Nee, das ist gut. Das schmeckt wirklich gut. Mhm, die Kirschbobas schmecken auch lecker. Das ist bei mir eine 3 von 5. Der ist nicht so aufdringlich, nicht so übel süß. Und die Kirschdinger sind auch lecker. Die haben einen guten Süßig-Twist noch, weil der Rest ist nicht so süß. Trink den noch. Ich kann nicht so viel. Koffein trinken. Das ist nicht Koffein, das ist Oolong. Migi, darf ich einmal kurz an deinem Karamell lutschen? Lutsch da mal schön. Okay, ich lutsch mal kurz an deinem Karamell. Da ist Boba Erdbeere und Boba Maracuja drin gemischt. Mhm. Aber ist Karamell Milch auch. Das ist wichtig. Der ist mit Milch. Habe ich noch nie getrunken. Bubble Tea mit Milch. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ha, darf ich noch mal lutschen? Lutsch mal. Danke, Migi. Aber fest bitte. Ich finde es erstaunlich lecker, aber du kommst ja aus einer Kultur, wo man Tee immer mit Milch trinkt, ne? England. Probier, probier. Ich finde es lecker. Nee, doch nicht. Karamell finde ich nicht so krass geil. Da drin. Okay. You wanna try anyone? Sure. Jetzt wird hier richtig aber rumgelutscht. Ich finde es lecker. Mhm. Also ich finde es wirklich ganz cool. Ach, fand ich den anderen, den ersten besser. What? Diese scharfe Seife? Ja, ja. Also dem gebe ich eine 4 von 5. Den finde ich richtig lecker, den würde ich mir auch so holen. Jetzt wird's wild, seid ihr bereit? Ich habe Joghurt auch gefunden. Ich sag ja, der Place is wild, Alter. Wir haben wirklich Joghurt-Bubble Tea mit Boba Mango und 70% Zucker. Ich habe mal Zucker hochgecrankt. Einfach mal gucken, was passiert mit Joghurt. Ich wüsste halt ja gerne, was 70% Zucker heißt. Let's try. Ha, das schmeckt so wie das hier. Natürlich, Milch, Joghurt ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt, ne? Aber es hat nochmal so einen Nachzug. Ich überlege gerade, wie das schmeckt. Das schmeckt wie irgendwas aus meiner Kindheit.
Zucker. Zucker? Nein. Nein, es ist, schmeckt tatsächlich wie ein Actimel. Ja, oder wo ist Actimel eigentlich in seit Corona? Hä? Ja. Wo? Verschwörung. Das schmeckt tatsächlich wie ein Actimel. I shit you not. Das schmeckt wie Actimel, was ein bisschen zu lange im Kühlschrank stand und dann kotzt man, weil das schlecht ist. Aber die Mango-Dinger sind halt ein bisschen anders, aber ansonsten Blaubeer, es kommt dem auch gefährlich nahe. Es schmeckt wirklich wie ein Actimel. I shit you not. Kokain. Ich fand Actimel immer scheiße. 2 von 5. Also meine Mutter hat mich immer gezwungen, morgens ein Actimel zu trinken. So 2 Schokocroissants, die ich essen durfte. Dann bin ich kugelrund geworden. Danach muss ich mich gut ernähren. Das hast du davon, Mutter. Go Bubble Tea. Ich wäre ja nicht ich, wenn es nicht noch wilder werden würde. Wir haben jetzt einmal noch ein Slushy und ein Oreo Milkshake mit Bubbles. Haven't heard that before, huh? Ich sag ja. Ich slush jetzt mal rein. Wir haben Maracuja GT mit Hantian und Honigmehl-Slush. Nochmal. Uiuiuiuiui. Ja. Da sind keine kleinen Bubbles mehr drin. Das sind jetzt feste Gummibällchen, die diese Bubbles. Oh ja. Bin bereit. Hast du gerade deinen Arsch gezeigt? Ja, klar. Okay. Mina Editing Skills, jetzt After Effects. Boah, okay, es hat wieder einen leichten Nachgeschmack von, nee, aber weiß nicht. Ich habe jetzt nochmal einen Freshen. Will mal kurz jemand hier reindippen und mir mal kurz sagen, was er von diesen festen Kugeln hält, weil ich möchte jetzt hier meinungsmäßig eher mitlaufen, als mir eine eigene bilden. Ja, nehmen wir schon mal so ein paar, dass so ein paar Perlchen kommen. Es ist ein Slush, ne? Also auf Gehirnfrost aufpassen. Da ist nicht so viel Spülmittel, aber ein bisschen. Hast du so eine Perle gehabt? Na. Hast du eine Perle? Nasty. Hattest du eine? Ja. Oh, nasty. Weißt du, woran mich das noch erinnert? Knorpel. An Shisha. Halt, 2-mal Apfelminze, 1-mal Honigmelone, ja, genau, genau, 1-mal Honigmelone, aber mach so wie Seife, das so wie Seife schmeckt, Bruder. Ist so eine 2. 1,5. Ist eine 1,5 bei mir. Was bei dir? Oreo. Kekse, 0% Eis, 30% Zucker, Boba Erdbeer, Oreo Milchshake mit Erdbeer-Boba. Geil. Das wird eine geile Nummer, ich sag's dir. Schön an einem Sommertag draußen, Tinder-Date, sollen wir mal richtig einen wegbobern. Lecko. Bis hierhin gut. Also, es ist ein Milchshake, ne? Das ist immer ganz ehrlich. Es ist einfach ein Oreo-Milchshake, das heißt, du schmeckst nur Oreo-Milchshake. Mir sind gerade 3 von diesen komischen Perlchen im Mund aufgeplatzt und ich schmecke immer nur noch Oreo-Milchshake. Das ist im Prinzip so, als wenn du irgendwas mit Nutella isst und du schmeckst nur noch Nutella. Nutella mit Gewürzgurke schmeckt übrigens nach Nutella, falls ihr euch wundert. Vielleicht liegt es an unserer Auswahl von Beeren, aber der Oreo-Shake ist lecker. Ich schmecke wirklich diese Erdbeeren nicht, als hätten diese Erdbeerkugelchen Kopf oder so. Boah, ich habe hier Kribbeln auf der Gesichtshälfte gerade. Ich glaube, ich sollte das Video beenden. Leute, wir sehen uns gleich. Nein, wir sehen gleich. Wir sehen uns überhaupt nicht mehr gleich. Das ist eine 4 von 5 auch. Starkes Gerät. Anscheinend irgendwie Milch und ich brauchen Bubble Teas zusammen. Was? Bitte. Geht in die Kirche am Wochenende, betet zu Jesus eurem... Biss mich jetzt einfach, Alter. Guck mal, das ist ein Zaubertrick. Und... Schnell reinzoomen, Nina. Reinzoomen. Und... Das wird richtig wack aussehen, wenn du nicht reinzoomst. Das wird richtig schlimm für mich dann. Tschüss. Oh je. Vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.